Lilo, heute mal wieder ein Video vom Kubuntu Desktop, auf dem ich vor kurzem umgestiegen bin. KDE Desktop ist ganz pfiffig, ich find's gut und die Effekte gefallen mir sehr, sehr gut. Ich bleib noch ein bisschen dabei, denke ich mal. Gut, gefunden habe ich dann in der Muon Programmverwaltung, das ist ein Software Center, das ähnlich ist wie das Ubuntu Software Center, nur werbefrei, die OpenShot Videobearbeitung. Ich hatte ja letztens ein Video gemacht zu KDN Live. Jetzt schauen wir uns mal OpenShot an. OpenShot hat nämlich noch sehr viel mehr Effekte, ein ganzes Effektmagazin, zum Beispiel für Videos. Helligkeit ist für mich interessant. Ich hatte in der Vergangenheit viele dunkle Videos, da ich meist zur späten Abendstunde meine Videos mache. Und es gibt noch viele, viele andere Effekte und für Übergänge, Überblendungseffekte, ganzes Magazin davon. Funktioniert das Ganze wie jeder andere Editor, den ich bisher gezeigt habe. Man kann hier mehrere Spuren hinzufügen. Ja, Spuren für Video oder Audio und mit dem Pluszeichen kann man die Dateien importieren. Und zum Beispiel meine Videos 2012 könnte ich jetzt zum Beispiel das Video und mit Steuerungstaste gedrückt, das und das, das hinzufügen, dann wären diese vier Videos quasi erstmal in der Projektdateileiste hier drin. Dann könnte ich die einzeln hier rüberziehen, positionieren, wie mir das gefällt, kann die dann anordnen, wie ich Lust und Laune habe und kann die dann sogar auch alle vier simultan in einem Video anzeigen lassen mit Rechtsklick, Layout, Viertelgröße oben links. Nächstes Video Layout Viertelgröße oben rechts. Nächstes Video Viertelgröße unten links. Nächstes Video Layout Viertelgröße unten rechts. Dann gehe ich jetzt mal auf eine Stelle, wo alle vier Videos gezeigt werden. Und wir sehen alle vier Videos. Dieses Video wäre mir jetzt zu dunkel, das erste. Da kann ich dann einen Effekt hinzufügen. Zum Beispiel die Helligkeit. Füge ich die Helligkeit hinzu, ist beim Abspielen dieses Videos dann die Helligkeit deutlich höher als zuvor. Auch die anderen Effekte sind sehr interessant. Zum Beispiel kann man ein Video alt aussehen lassen. Zum Beispiel das hier, das wäre dann das dritte. Das kann man dann zum Beispiel mit Sepia erstmal einfärben. Dann kann man alter Film hinzufügen, altes Korn. Und alte Linien und noch alten Staub. Und wenn ich dann da mal auf die Vorschau gehe, sehe ich, das sieht dann wirklich ziemlich alt aus. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.